I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby, come and let me in. Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Drachensang Online. Heute wieder mal mit dem Zwerg, den ich auf Level 50 pimmeln will. Ich bin gerade Level 35 und was machen wir? Wir gehen das erste Mal zu Gorga. Und hoffen wir mal natürlich, dass ich den auch solo schaffen werde. Ich werde höchstwahrscheinlich die roten wieder einpacken. Hier kann ich noch mein kleines Update von dem Zwerg zeigen. Auf jeden Fall, ich bin Level 36. Ich pack kurz die roten raus. Ich habe mit Zweihandwaffe 657 Max Damage. Ist mit Level 35 eigentlich nicht schlimm. Ja, naja, Spaß. Es geht eigentlich. Ich habe 47% Rüstungswert und so weiter und so fort. Also ziemlich kaka pipi. Ich habe geheimes Würfel 28 Stück, bis jetzt noch gar keins aufgemacht. Jetzt werde ich erst mit Level 50 aufmachen, so ungefähr. Hier noch ein paar kleine Legis, hier diese Agrasha Sprung Panzer, es sieht auch richtig geil aus. Hier dieses Set-Item von Sigri habe ich mich entschieden nicht mitzunehmen. Ich werde, wenn ich, soweit ich einen Legi-Kopf finden werde, warte, wie viel Lebenspunkte komme ich dann? Ich bekomme sogar Lebenspunkte abgezogen. Das meine ich ja. Wenn man gute Legis hat, braucht man eigentlich diese Set-Items gar nicht, weil die Legis richtig OP sind. Hier meine Steinchen und mein Event-Fortschritt und so weiter und so fort. Hier ganz kurz mein PvP-Rang, natürlich auf 0, weil ich auch kein PvP gemacht habe und so weiter und so fort. Hier meine Sachen, ist natürlich alles scheiße und so, aber ich meine, für einen Char, der schnell levelt, ist es eigentlich easy peasy schmiesy. Hier meine Items, meine Steine. Wie gesagt, Leute, alle Steine, die hier ihr zu sehen habt, habe ich entweder gewonnen, beziehungsweise, was habe ich gewonnen? Auf jeden Fall, jeden Tag bekomme ich ja gratis Steine. Danach von Sigri. Ich habe ungefähr 120 Sigri-Runs gemacht. Ich habe ungefähr 100 bis 120 nicht Gorga, sondern den anderen Typ da, den Teufeltyp, ach, ich habe schon vergessen, wie der heißt. Auf jeden Fall, den habe ich mehrmals gepimmelt und so weiter und so fort. Das heißt, man bekommt ziemlich viele Steine, Leute. So, ich will mal sagen, Gorga, das erste Run. Ich hoffe, ich packe meinen Luck wieder mal raus und werde irgendwas Geiles bekommen. Also sofort Damage bekommen, das ist nicht schön, aber easy peasy. Ja, okay, so viel Damage mache ich jetzt dem nicht, aber... Oh ja, ich bin ja auch natürlich so doof. Warte. So, ich bin natürlich auch so doof. Ich habe meine Essenzen nicht an. Ich farme übrigens nur mit Essenzen, weil wie gesagt, ich farme nur eigentlich um just for fun, beziehungsweise um schnellstmöglich voranzukommen, aber hier mit 800 Damage und 700 Damage pro easy peasy, alles klar. Nur ein Legi. Leider kein Dingsbums da, warte, hier kurz pimmeln, so. Neuen Legi leider kein Unique oder sowas in der Art, aber ist kein Problem. Sogar ein Helm, Level 40er Helm bestimmt, ne? Genau, Level 40er, aber Level 40 ist easy peasy, bald da Mechanik Helm. Dann können wir hier reinpacken und irgendwann mal aufmachen, wenn ich so um Level 40 bin oder so. Level 40er Items sollten auch hier genug Glyphen jetzt geben, hier 292. Easy peasy, die Grünen kann ich ja eben rausschmeißen, braucht kein Mensch mehr. So, jetzt kann ich ja noch ein paar Gorga-Runs machen. Und so weiter und so fort. Alles easy, wie gesagt. Mit roten Essenzen geht das easy peasy. Ganz gut zu meinen Ausgaben, Leute. Ne? Viele fragen sich, was hast du dir schon mit Adamant gekauft? Woher hast du das ganze krasse Rüstung und so weiter und so fort? Erstens, Leute, farmt Kalis. Zweitens, farmt, wie heißt der nochmal? Der Teufeltyp da, der aussieht wie bei Diablo 3, der Boss da. Danach farmt Sigri und farmt natürlich den Gorga, weil mit denen werdet ihr easy peasy geiles Sekunden bekommen. Guck mal, easy peasy, Alter. Ich habe nur 600 Max Damage, also beziehungsweise normal, ne, 600. Und mit roten Essenzen, wenn ihr genug Geld habt, ne, also... Man muss nicht mal genug Geld haben, ihr könnt einfach easy mit 10 Euro schon ungefähr sich, ich weiß nicht, davon
10.000 holen, ungefähr jetzt, ne, in Sale, also in diesem Angebot-Shit da, könnt ihr easy peasy 10.000 davon noch holen und damit könnt ihr einfach Sigli farmen, alles, ihr könnt damit alles farmen, mit diesen, Essenzen könnt ihr einfach alles farmen, darum würde ich euch vorschlagen, wenn ihr gerade Anfänger seid und wenn ihr nicht lange auf Low Level pimmeln wollt, also wenn ihr BVM seid und trotzdem nicht, beziehungsweise BVM seid und nicht lange auf Low Level pimmeln wollt, kauft euch einfach schöne Essenzen. Rote Essenzen helfen euch richtig weit, ehrlich. Einfach Sigli Farm, einfach Gorga Farm, einfach den Herold. Herold, da habe ich den Namen. Einfach den Herold Farm und guck mal, ich. Keine Ahnung, 30 Essenzen pro Run? Easy, Alter. Easy. Richtig easy. Ehrlich, ich brauche nichts mehr zu sagen. Einfach easy. Ich droppe auch genug Geld und so weiter und so fort. Hier 97. Gold und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was ich schon abgegeben habe, ne, beziehungsweise ausgegeben, nicht abgegeben, sondern ausgegeben habe, sind, das habe ich mir gekauft, das ist Inventarerweiterung, easy. Danach, dass da ja dieser Zwerg auf meinen anderen Low-Level PvP-Chars-Account drin ist, habe ich instant immer Premium-Platin, beziehungsweise Premium-Account immer instant dabei. Ich meine, 10 Euro pro Monat lohnt sich, Alter, für eine ganze Inventarseite, für 100 Adamant pro Tag, für mehr EXP und so weiter und so fort. Ich habe es heute schon so oft gesagt und so weiter und so fort. Es geht mir selber auf den Sack, ich weiß. Auf jeden Fall, ich habe das hier gekauft, das hat mir 1000 gekostet oder 800. Danach bei Schlissfach habe ich die nächste gekauft, soweit ich weiß. So, danach habe ich einmal den, warte, kann ich ja sogar zeigen, nö, war nicht das, das war das hier, genau. Da habe ich hier einmal den gekauft, der Glückspferd-Paket, 2,6 K Andamant, das heißt, und sofort den Drachen bekommen, könnt ihr auch bei dem Video, Mann, meine Nase juckt, easy. Auf jeden Fall könnt ihr bei dem Video sehen, habe ich, wie gesagt, alle Ausgaben werde ich möglichst aufnehmen. Ich habe vor kurzem für 2000 Gold, für 2000 Andamant gegaukelt, damit ich ein bisschen Gold bekomme und auch dadurch natürlich auch ein bisschen Steine bekommen. Ich habe auch eingeschliffen bekommen, aber wie gesagt, 2000 Andamant farmt ihr innerhalb von einem Tag. Ehrlich, wenn ihr genug Quests macht, könnt ihr sogar mehr als 1000 Andamant farmen. Das heißt, man kann als No-Pay gut als BVM überleben. Und ich höre öfters, ne, BVM, Pay-to-Win, bla bla, BVM ist nicht Pay-to-Win. Guck mal, ich schaffe einen Level 40er Boss, easy peasy. Mit Level 40 würde ich den auch auf schwer schaffen, easy, Alter. Dann würde ich auch Level 40er Legis haben oder Set, irgendein geiles Set-Items oder sowas in der, dann alles easy. Wie gesagt, man muss nicht unbedingt payen, damit man gut ist. Nur im Low-Level-Bereich muss man payen. Oder entweder Harzer sein, ich habe nichts gegen Harzer, aber trotzdem, entweder Harzer sein, der genug Zeit hat und einfach durchfarmen, oder Kleinkind sein, der, beziehungsweise nicht Kleinkind, sondern Jugendliche, der auch genug Zeit hat, nach der Schule zu farmen und keinen Scheiß auf Schule überhaupt gibt oder sowas in der Art. Versteht ihr, wie ich das meine? Warte, der Gorga gibt mir irgendwelche Scheißsachen irgendwie, ne? Ich habe schon dran mich gewöhnt, dass ich so Set-Items bekomme, beziehungsweise Uniques bekomme und so weiter, ey, dann gehe ich lieber weiter den Sigli machen und genug Glyphen bekommen oder so. Nein, Spaß. Ist alles Spaß. Ich werde höchstwahrscheinlich ab 38 anfangen, die ganzen Legis aufzumachen. Also die 40er Legis, wenn ich überhaupt welche droppe. Das heißt, es wird ein kleines Special geben von meinem PVM-Char, wo ich quasi mit Level 40 mein Equipment aufmache, also meine Legis, weil ich meine, mit Level 40 sollte man Legis schon haben, die auf Level 40 sind, nicht so wie meine gerade auf Level 35 und hier einige Sachen auf 30, außergewöhnliche Shit auf 30, hier 34 geht eigentlich, geht. Ich könnte das sogar hochpimmeln, dann würde ich bestimmt viel, viel mehr. Weißt du, ich mach's einfach. Ich meine, warum nicht? Waffe ist, komm, ich mach's einfach. Easy. So, da war, hatte ich irgendwas mit 600 noch was, 733, ja okay, jetzt nicht so viel dazu bekommen, aber das merkt man, glaube ich. Ja, sollte man eigentlich merken, ich hätte eigentlich sowas hier updaten, hochglüffen können, aber nö. Auf jeden Fall nur die außergewöhnlichen Sachen lohnen sich zu hoch zu glüffen, sonst, ich weiß nicht, Legis,
Lohnt sich nur hoch zu glyphen, wenn du Level 50 bist und du halt das nicht mehr verbessern kannst. Außer, also wenn es wirklich so richtig geile Lee ist, die du eh nicht mehr verbessern kannst, dann machst du einfach pro Glyphen auf Level 55, fertig aus. Das war's. Und das ist die einzige Möglichkeit. Aber sonst, nö. Legis hoch zu glyphen mache ich nicht mal auf meinem Krieger. Und Leute, wer gerade neu dazugeschaltet hat, beziehungsweise neu dazugeschaltet ist, ne, neu dazugeschaltet hat, genau. Ich habe noch auch ein Low-Level-PvP-Krieger sowie auch ein Zwerg. Der Zwerg hat um die 2000 Max Damage, der Krieger hat um die 8 bis 12.000 HP. Also wenn ihr auf Low-Level-PvP steht, könnt ihr gerne bei meinen Videos vorbeischauen. Ich werde die auch unter dem Video verlinken und ich freue mich auf jeden Like, würde ich mal sagen. Und ich würde öfters mal angeschrieben, dass ich mehr Hashtags, beziehungsweise nicht mehr, sondern halt anfangen soll, Hashtags wieder einzubauen in Videos. Und ich würde mal sagen, ich fange in dem Video mal an, einen Hashtag auszudenken. Und zwar, Leute, wenn ihr das Video bis hierhin durchgeguckt habt, gebt einfach Hashtag Gorga Easy Peasy. Das war's. Das ist mein Hashtag. Hashtag Gorga Easy Peasy. Und ich bin völlig zufrieden damit. Weil, ihr müsst ja so sehen, je mehr Likes ich bekomme, je mehr Kommentare ich bekomme, werde ich dann immer und wieder öfters auf oberen Stelle bei der Suche sein und so weiter. Also, ne? Oh, okay, gut. Ja. Sieht irgendwie richtig geil aus. Dieser Atlantis-Staat sieht allgemein geil aus, finde ich. Richtig genial. Mag ich sowas, ehrlich. Warum sieht Kingshill nicht so aus? Ohne Witz. Ich hätte lieber Kingshill in diese Atlantis-Stadt verwandelt, ey. Sieht richtig babohaft aus. So, wo kann ich hier irgendwas, hier, ne? Genau. Baala. Baala. So, ja, Lauerbach, keine Ahnung. Hier ging jetzt schon der Einschmelzen. Alter, 2,3K. Jesus, das ist ja richtig geil. Und ich habe sogar noch Sachen hier, der auch noch dazu und der. Der bringt 300 Glyphen, Alter. Das ist ja ein Traum, Mann. Warum habe ich nicht sowas bei meinem Level 30er Krieger, ey? Ohne Witz, Mann. Level 30er Krieger? Nö, nö, nö. Level 27er Krieger? Level 27. Level 30 werde ich noch in ein paar Jahren sein oder sowas in der Art vielleicht. Oder vielleicht nicht? Keine Ahnung, muss ich nachher noch sehen, wo man die kleinen Drachen, die kleine Schlampe. Jibal. Jibal. Wenn die wüsste, Alter, wie das auf Russisch übersetzbar ist, dann würden die das, glaube ich, rausnehmen. Auf jeden Fall, Leute, das war's wieder mal mit. Meine Fresse, was denn los? Man merkt's einfach, dass es schon 4 Uhr nachts ist. Aber Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann, ne, verpisst euch.